Herzlich willkommen hier im Heidelberg PMC in Wiesloch-Walldorf. In den nächsten Minuten demonstrieren wir Ihnen die Vielfalt und besonderen Vorteile der VersaFire EP. Die VersaFire EP ist ein hochproduktives Digitaldrucksystem, das für ein breites Spektrum an Materialien bis zu 470 Gramm ausgelegt ist. Ihr groß angelegter und robuster Aufbau ermöglicht eine industrielle Digitaldruckproduktion und die zuverlässige Verarbeitung von hohen Grammaturen. Das Papier wird bequem in großen Anlagefächern eingelegt, typischerweise im SRA3-Format. Sensoren sowie Luftunterstützung im Anlagefach sorgen dafür, dass kein doppelter Bogen eingezogen wird. Durch die Vakuumsaugbänder kann eine ganze Reihe von unterschiedlichen Materialien produktionssicher verarbeitet werden. In einem eigenen Bannerfach werden auch größere Formate bis zu 700 mm Länge komfortabel angelegt. Über das Multi-Bypass-Fach können sogar Banner bis zu 1260 mm Länge eingezogen werden. Mit den Bannern können beispielsweise 6- und 8-Seiter im A4-Format sowie große Poster produziert werden. Wird der Druckjob gestartet, läuft das Papier über die Anlagefächer in die Maschine ein. Zunächst geht es durch die Bogenausrichtung. Diese stellt sicher, dass die Bogenzufuhr durchgängig höchst präzise erfolgt. Mit jeweils 2 Tonerkartuschen pro Farbe kann nonstop in CMYK produziert werden. Der Toner kommt über ein Transferband auf den Bogen und wird durch elektrostatische Spannungen sowie mit Druck der Transferrolle auf das Papier übertragen. Die nächste Station bildet der Fuser oder auch Fixiereinheit genannt. Hier wird der Toner mit bis zu 200 Grad Celsius auf dem Bogen fixiert. Wichtig ist dabei, dass nur Druckmaterialien eingesetzt werden, die für den Digitaldruck und die hohen Temperaturen geeignet sind. Danach erfolgt in einem separaten Modul die Bogenkühlung. Nachdem der Bogen gekühlt ist, passiert er verschiedene Sensoren. Die VersaFire ermöglicht zum einen eine automatische Farbkalibrierung zwischen den Druckjobs. Zum anderen wird die Passergenauigkeit auf dem Bogen kontrolliert. Schauen wir uns hierzu das automatische Inline-Register noch etwas genauer an. Beim Einrichten des Papiers bringt die Maschine die Registermarken auf den Bogen auf und druckt einmalig 31 Testbogen. Dazu wird die Bildposition 10-mal auf der Vorderseite gemessen, 10-mal auf der Rückseite und schließlich 10-mal die Position Vorder-Zurückseite. Die Maschine berechnet einen Durchschnitt und ist dadurch besonders präzise. Auf dem 31. Bogen erscheint schließlich eine zusammenfassende Übersicht aller vorgenommenen Anpassungen. Dieser Vorgang muss nur einmal pro Medium durchgeführt werden und nicht bei jedem Job. Wenn es sich um einen besonders sensiblen Job handelt, bietet die Maschine Echtzeitmessungen des Registers an. In diesem Fall wird jeder einzelne Bogen einmal gemessen und das Register während des Druckprozesses laufend angepasst. Ein weiteres Werkzeug zur Kontrolle der Druckqualität ist die ACD-Einheit. Diese kann im Verbund mit der Scannerleiste auch während des Drucks die Farbe nachregeln. Der komplette gedruckte Bogen wird in Echtzeit gemessen und mit den gerippten, druckfertigen Daten abgeglichen. So können mögliche Farbunterschiede erkannt und die Farbkurven automatisch korrigiert werden. Eine weitere Funktion der ACD-Einheit ist die Fehlererkennung auf dem Bogen, auch Image Quality Monitor genannt. Sollte es also beispielsweise zu Artefakten wie Streifen, Unschärfe, Falten oder schwarzen Punkten auf dem Papier kommen, reagiert das System und benachrichtigt den Bediener. Die ACD-Einheit vergleicht hier ebenfalls den gescannten Bogen mit den gerippten Daten und stellt so Abweichungen zum optimalen Druckergebnis fest. Das resultiert in höherer Sicherheit von fehlerfreien Druckbogen. Der Aufwand für manuelle Überprüfungen sinkt enorm und die Fertigungszeit wird optimiert, da Fehler sofort erkannt werden und der Bediener eingreifen kann. Als nächstes gelangt der Bogen zur Wendeeinheit, damit dieser nun auf der Rückseite bedruckt werden kann. Anschließend geht es zu den Finishing-Modulen. Hier befindet sich zunächst der Hochkapazitätsstapler. Mit ihm lassen sich beim Druck große Auflagen bis zu 5000 Bogen abstapeln. Im Broschürenfinisher können die Bogen weiterverarbeitet und beispielsweise noch geheftet und gefalzt werden.
Das Ergebnis ist eine komplett fertige Broschüre, die mit einem Trimmer auch noch beschnitten werden kann. Um einen Druckjob zu starten, braucht es neben der Maschine auch die passende Software, mit der die Jobs eingerichtet und vorbereitet werden. Mit wenigen Handgriffen lässt sich im Prinect Digital Frontend ein Job kreieren und starten. Das alles passiert auf der besonders benutzerfreundlichen Oberfläche des Prinect Digital Frontend. Angelegt wird der Job mit Hilfe eines simplen Drag and Drop. Dazu wird das Druck-PDF in den Jobordner gezogen. Mit wenigen Klicks ist der Job angelegt. Dann wird das PDF von Prinect über eine sogenannte Qualify-Sequenz auf ausreichende Druckqualität überprüft. Der Preflight-Check kontrolliert das PDF und checkt beispielsweise, ob die Auflösung der Bilder für den Druck ausreicht oder ob alle benötigten Schriften vorliegen. Zum Abschluss dieses Pre-Checks generiert Prinect einen Prüfreport, der einen Überblick zu den Eigenschaften und dem Aufbau des PDFs gibt. Dann geht es ans Ausschießen des Jobs. Dazu wird zunächst das Bannermaterial ausgewählt. In einer Live-Ansicht sieht man zu jeder Zeit, was auf dem Druckbogen passiert. Mit wenigen Klicks ist der Job druckbereit und kann direkt auf die Maschine weitergeleitet werden. Das Ergebnis ist ein 70 cm langer Banner, der in unserem Beispiel als sechsseitiger Wickelfalz im A4-Format verarbeitet wird. Eine weitere Besonderheit im Prinect Digital Frontend ist die Anpassung von Sonderfarben. Nehmen Sie zum Beispiel eine Pantone-Farbe, wie sie etwa im Verpackungsdruck häufig eingesetzt wird. Die Sonderfarbe lässt sich über den Menüpunkt Color Management Sonderfarbanpassung einstellen und auf dem Originalmaterial ausdrucken. Im Abgleich mit einem Referenzbogen oder dem Pantone-Farbfächer kann dies jederzeit nachgeregelt werden. Final ausgewählte Farbwerte werden in einem Farbfächer hinterlegt und sind als Basis für Folgejobs abrufbar. Schauen wir zusammenfassend noch einmal auf die besonderen Stärken dieser Digitaldruckmaschine. Unsere VersaFire EP ist ein hochproduktives Digitaldrucksystem. Das veranschaulicht ihre robuste Bauweise und ihr ausladendes Maschinendesign. Sie verarbeitet Grammaturen bis zu 470 Gramm und 0,6 mm Dicke. Das alles in höchster Geschwindigkeit. Sie ist einfach über das Prinect DFE zu bedienen und schnell produktionsbereit. Jobs sind mit wenigen Handgriffen vorbereitet und eingerichtet. Auch Feinjustierungen, wie zum Beispiel die Anpassung von Sonderfarben, gestalten sich ausgesprochen benutzerfreundlich. Des Weiteren hat die Maschine verschiedene Funktionen, wie das automatische Inline-Register, eine Farbkalibrierung oder die ACD-Einheit, um ein konstantes und exzellentes Druckergebnis zu liefern. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen ersten guten Eindruck zur VersaFire EP vermitteln. Für mehr Details oder die Möglichkeit einer persönlichen Demo vor Ort oder einer Remote-Demo kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auf Sie.